Ihr denkt jetzt vielleicht, es müssten ja eigentlich alle Regeln im Regelbuch stehen, oder nicht? Dafür ist es schließlich da. Es zeigt euch die Regeln von dem Spiel, was ihr spielen wollt. Aber ihr dürft nicht vergessen, Yu-Gi-Oh! Ist ein Kinderkartenspiel. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Nein, aber jetzt mal ehrlich. Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Sauberziehen und heute sprechen wir einmal über Regeln, die ihr nicht im Regelbuch findet. Oder vielleicht nicht so, wie ihr sie erwartet. Ja, es gibt bestimmte Begriffe, Spieler immer wieder in den Raum werfen, die aber nicht explizit so im Regelbuch drinstehen. Das heißt, ein Spieler, der keine Ahnung hat, was es bedeutet, kann es nicht an offiziellen Stellen nachlesen. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb das heutige Video hier, um eine Ressource zu sein, die jetzt zwar keine offizielle Quelle ist, aber damit ihr quasi sagen könnt, wenn das jemand nicht weiß, schickt mir den Link von dem Video hier und dann weiß er Bescheid und dann ist alles gut. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall mal dem Video ein Like da für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Thema. Das ist interne und externe Beschwörung. Ja, was ist das? Wieso ist das nicht im Regelbuch drin? Es ist tatsächlich im Regelbuch drin, aber nicht so, wie es hier steht. Denn interne und externe Beschwörung oder Inherent Summon oder External Summon, wie es halt im englischen Raum gesprochen wird, sind Begriffe, die es gar nicht gibt. Ich werde mal ganz kurz definieren, was es überhaupt bedeutet. Eine interne Beschwörung ist eine Beschwörung, wo ein Monster sich selber spezial beschwört und eine externe Beschwörung ist ein Monster, die zu einem Kartenpack beschworen wird. Es gibt da eine Distinction und die Distinction hat Konami auch schon gemacht, denn es ist einfach Monster, die selber beschwören und Monster, die zu einem Kartenpack beschwören. Das heißt, auch wenn es ein Monster gibt, das sich selber spezial beschwört, ist es trotzdem möglich, dass es sich durch einen Kartenpack beschwören kann. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Cyberdrache ist zum Beispiel eine interne Beschwörung, also ein Monster, was sich selber spezial beschwört. Und Galaxy Soldier ist ein Monster für eine externe Beschwörung oder ein Monster, was sich durch einen Karteneffekt beschwört. Denn Galaxy Soldier hat in seinem Kartentext dieses oder Zeichen hier drin. Das hieß ein Semikolon. Glaubt mir, Leute, Semikolon werden auch am besten Freunde in ganz Yu-Gi-Oh! Werden. Das sagt, dass der Karteneffekt von Galaxy Soldier sich aktiviert. Das macht Galaxy Soldier dann per se zu einem aktivierten Karteneffekt. Was ich an sich ziemlich verwirrend finde, weil ich verstehe halt, warum man das halt kürzer fassen wollte. Aber wenn noch da Begriffe sind, dann nimm doch die Begriffe, die dafür da sind, sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Der nächste Begriff, den es nicht im Regelbuch gibt, ist einmal Miss Timing. Das werdet ihr wahrscheinlich am häufigsten gehört haben von allen Sachen jetzt auf dieser Liste, denke ich mal. Und Miss Timing ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ihr müsst euch quasi vorstellen, es gibt einen Effekt, der was Bestimmtes tun kann, wenn was Bestimmtes vorher passiert ist. Das nennen wir einen Trigger-Effekt. Das Entscheidende hier ist, dass das ein Kann-Effekt ist. Bedeutet quasi, es gibt in Yu-Gi-Oh! Zwei verschiedene Arten von Effekten. Es gibt einmal Pflichteffekte und es gibt einmal Kann-Effekte. Und es gibt auch da zwei Unterschiede. Es gibt einmal einen If-Effekt und einen When-Effekt. Dieses Ruling mit Miss-Timing bezieht sich ganz spezifisch auf einen When-You-Can-Effekt. Also einen Wenn-Du-Kannst-Effekt. Falls du kannst, vollkommen egal. Habt ihr jetzt alle drin, ne? Wenn du kannst, das ist das Einzige, wo es das Timing verpassen kann. Was bedeutet denn Timing verpassen? Eine Karte, die wenn du kannst sagt, muss direkt Auflösung von einem Effekt aktiviert werden, der den Trigger getroffen hat. Wenn jetzt eine Kette sich auflöst von einem Karteneffekt, wo das letzte Kettenglied oder der letzte Teil nicht der Trigger ist, den der wenn du kannst Effekt triggern würde, dann dürft ihr die Karte nicht aktivieren. Ein Beispiel dafür ist die Karte Pieten the Dark Clown. Die hat die Fähigkeit, wenn die vom Feld das Friedhof geht, könnt ihr einen Pieten aus dem Deck spezial beschwören. Die hat aber die Fähigkeit, wenn du kannst. Wenn ein Gegner eine Karte aktiviert, wie dir zum Beispiel, die die Fähigkeit hat, eine Karte auf Bett zu zerstören und 1000 Life Points zu geben. Das Problem bei dieser Karte ist, dass sie das Monster zerstören würde, dadurch würde Pieten auf den Friedhof gehen, dann dürft ihr theoretisch aktivieren, aber die Karte hat den Effekt, dass sie den Gegner Life Points gibt. Heißt, das letzte, was passiert ist, ist nicht, dass Pieten auf den Friedhof gegangen ist, sondern dass der Gegner Life Points bekommen hat. Und deswegen dürft ihr Pieten nicht aktivieren. Und deshalb sagen Spieler, Missed Timing. Konami hat das im Regelbuch tatsächlich aufgeführt. Ich glaube sogar genau dieses Beispiel. Und es steht wirklich einfach nur im Regelwerk drin. When you can. Und danach könnt ihr suchen im Regelbuch. Da steht das drin. Aber es gibt keinen spezifischen Namen dafür. Zumindest habe ich keinen gefunden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Mistiming halt auch so beliebt ist. Weil das der erste ist, wo es wirklich einen Namen für diese Problematik gibt. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt für heute. Der auch im Regelbuch irgendwie aufgeführt ist, aber nicht so wie man denkt. Denn es hat ein bisschen was mit dem zweiten Punkt zu tun, den wir gerade angesprochen haben. Und das ist Chain Blocking. Für alle, die es nicht wissen, es gibt in Yu-Gi-Oh! Die Möglichkeit, Karten an andere Karten zu aktivieren und dann bilden die eine Kette. Wenn die Kette quasi komplett da ist, wird sie rückwärts aufgelöst. Das nennen wir Kette. Jetzt ist aber so, wenn wir Trigger-Effekte haben, die sich gleichzeitig aktivieren würden.
aktivieren die sich auch gleichzeitig. Das Problem ist, wir können Effekte nicht gleichzeitig auflösen. Das klappt vom Spielsystem einfach generell nicht. Also könnt ihr nicht sagen, hüpp, alles gleichzeitig. Klappt nicht ganz so gut. Also müssen gucken, dass wir diese Karten nacheinander auflösen. Das bedeutet, wir bilden eine Kette. Es ist so, eine Kette wird immer aus den Effekten gebildet, die zu dem Zeitpunkt aktiviert werden konnten. Das heißt, erst kommen die Pflichteffekte, dann kommen von dem Turnspieler die optionalen Effekte, dann kann der Gegner darauf seine Trigger-Effekte aktivieren oder halt darauf reagieren. Jetzt ist es also so, es gibt bestimmte Effekttypen, die weniger oft mit Handtraps annulliert werden können. Und deshalb kann man im Endeffekt diese Kette, die kann man nämlich selber bestimmen, also komme ich gleich noch, da können wir nämlich Routing zu, und ihr könnt dann in dieser Kette, die ihr gemacht habt, sagen, ich möchte gerne, dass dieses Kettenlied das letzte ist, und dann könnt ihr damit halt Chainblocken. Chainblocken bedeutet im Endeffekt nur, dass ihr eine Spielmechanik von Konami ausnutzt, nämlich dass alle Sachen in Ketten aufgelöst werden und die Kette so legt, dass euer Gegner an die Karte, an die ihr quasi nicht angekettet haben möchtet, so legt, dass das nicht geht. Was meine ich damit? Der Gegner kann immer nur auf das letzte Kettenlied eurer Kette reagieren. Das bedeutet, wenn ihr quasi vier Effekte habt, kann der Gegner nur auf den vierten Effekt, den ihr als Chainlink 4, als Chainlink 4 gemacht habt, reagieren. Relativ einfaches Prinzip. Und so könnt ihr quasi Chainblocken. Das heißt halt nicht Chainblocken in Yu-Gi-Oh! Logischerweise. Das heißt nach Konami-Standards Seagok. Simultaneous Effect goes on Chain. Und dann ergibt sich aus der Mechanik selber heraus, dass ihr quasi Karten nicht an andere aktivieren könnt. Relativ easy Prinzip, aber schwer zu verstehen und auch schwer zu meistern manchmal, denn ihr müsst halt die Effekte direkt hier auflösen. Denkt dran. Children's Card Game, by the way. So, die nächsten beiden, die stehen tatsächlich nicht im Regelbuch. Und zwar wirklich weder namentlich noch irgendwie anders. Das erste von beiden Rulings ist das Even If Not Ruling. Das ist super interessant, denn jetzt geht es um Public Knowledge und Non-Public Knowledge. Was Public Knowledge ist, ist relativ einfach erklärt. Public Knowledge heißt halt öffentliches Wissen. Also, was bedeutet es? Es gibt Areale, die für jeden einsehbar sind. Für dich, für deinen Spieler, für alle anderen. Es gibt aber auch Areale, die nicht öffentlich einsehbar sind. Wie euer Excel-Deck, eure Hand und euer Deck. Und eure verdeckten Karten, die auch. So, das sind halt Non-Public Areas. Jetzt ist es so, dass Konami ein neues Ruling rausgebracht hat, dass Effekte im Excel-Deck und im Deck nicht als Trigger aktiviert werden können. Das ist schon mal interessant zu wissen. Aber es können sich trotzdem Effekte im Deck aktivieren und vor allem es können sich Effekte in der Hand aktivieren. Facedown, by the way, können sich keine Effekte aktivieren. Das klappt ja nicht. Das heißt, um die Effekte, um die es heute geht, werden sich hauptsächlich in der Hand abspielen. Gibt auch ein paar im Deck, aber wir sprechen heute über die Hand, denn da wird es mich ziemlich interessant. Was bedeutet dieses Even If Not? Ihr habt es garantiert schon mal auf einer Karte gesehen, wie Darkest Diablos zum Beispiel. Die sagt ja quasi, dass du die von einem Friedhof beschwören kannst, wenn die da war, als was debutiert wurde, oder von der Hand, selbst falls nicht. Und darum geht es heute. Wenn der Trigger getroffen wird und ihr quasi die Karte aktivieren könnt und ihr habt diese Karte nicht in der Hand, aber sie wird im Verlauf dieser Kette auf die Hand kommen, könnt ihr die in einer neuen Kette aktivieren. Weil, und das ist das Funnige, Konami spezifisch dafür die Situation ein Ruling gemacht hat. Also wirklich, Konami hat gesagt, das ist so, weil das so ist, dass der Trigger von einem Effekt, der getroffen wird, in einer Non-Public Area nicht da sein muss, um triggern zu können. Er muss nur beim Auflösen des Effektes irgendwo da sein. Der Grund dahinter ist relativ simpel. Ihr müsst euch quasi vorstellen, wenn ihr eine Karte aktiviert, wie jetzt Silent Mining zum Beispiel. Der kann euch ja die Gazelle suchen. Wenn ihr mit Silent Mining ein Silent Mining Monster Discard habt, habt ihr ein Silent Mining Monster Discard. Jetzt könntet ihr Gazelle von eurer Hand spezial beschwören. Wenn ihr eine Gazelle auf der Hand gehabt hättet. So, versteht ihr, wo das Problem hinführt? Ich meine, Gazelle ist jetzt ein schlechtes Beispiel vielleicht, weil es auf 1 ist. Wenn ihr jetzt quasi Gazelle noch hinzufügt, und Gazelle wäre jetzt zum Beispiel auf 2 oder auf 3, dann müsst ihr ja quasi, wenn ihr Gazelle eure Hand hinzufügt, verifizieren, dass ihr eine zweite Gazelle auf eurer Hand habt, damit ihr die Gazelle hin und her aktivieren könnt. Und weil Konami das nicht wollte, haben die genau das nicht gemacht. Die haben nämlich gesagt gehabt, wenn ein Trigger in der Hand getroffen werden kann, muss das nur im Resolve auf die Hand kommen. Und das ist der Grund, warum auch das bei den neueren Karten, wie jetzt Darkest Diablos, warum da Even If Not steht. Weil selbst, weil die Karte nicht in der Hand ist, wenn der Trigger getroffen wird, können die Karte trotzdem spezial beschwören. Ich finde das von Konami extrem weird gelöst, denn ich finde, dass dieses Even If Not für deutlich mehr Probleme sorgt, als dass es lösen kann. Ne? Denn wenn man dieses Ruling selber nicht kennt, dann bringt dann diese Clause halt daran nichts. Weil man einfach versteht so, wie selbst falls nicht, hä? Deswegen ist halt so. Und jetzt kommen wir zu dem witzigsten Ruling, was auch Konami gesagt hat, ist jetzt so. Die Quelle ist, by the way, vertrau mir, Bruder.
Nee, ihr könnt es in verschiedenen Foren nachlesen. Selbst Konami hat jetzt ein öffentliches Statement gemacht sogar. Aber das Wichtige ist halt, es steht nicht im Regelbuch drin. Und darum geht es ja heute. Und das hat tatsächlich nicht mal wirklich einen Namen. Ich nenne jetzt einfach mal Anketten von Triggern in Non-Public Locations. Ich weiß, der Name ist beschissen, aber es gibt halt keinen wirklichen Namen dafür. Was damit gemeint ist jetzt, wenn ihr Effekte in eurer Hand habt, die beide ihren Trigger treffen, dann dürft ihr nicht beide in einer Kette auflösen. Das geht nicht. Ich nehme als Beispiel jetzt wieder mit Salamangre, weil das echt ein gutes Beispiel dafür ist, weil es auch in letzter Zeit deutlich häufiger aufgetreten ist. Und, weil das da wahrscheinlich am häufigsten auftritt, wenn ihr Parallel-Exis-Drache in eurer Hand habt und Gazelle und ihr beschwört mit eurem Spinny ein Belinx, haben ja beide Monster in eurer Hand die Aktivierungsbedingungen getroffen. Nämlich Legmonster beschworen und Salamangre-Monster auf dem Friedhof gelegt. Jetzt dürft ihr aber nicht beide Effekte aktivieren. Ihr dürft nur einen davon aktivieren. Und der Grund dahinter ist, weil Konami gesagt hat, Trigger-Effekte in Non-Public Locations dürfen nicht gechained werden. Nehmt es einfach so hin. Die Begründung dahinter ist relativ einfach. Es gab damals eine Karte, die ist, glaube ich, Green Baboon oder so. Also, die hat die Fähigkeit, wenn ihr Damage kassiert, dass ihr spezial beschwören könnt. Und Konami wollte halt nicht, dass wir davon irgendwie drei Stück auf einmal spezial beschwören können in einer Kette. Deshalb haben sie dieses spezifische Ruling halt gemacht. Und es haben das halt generalisiert für alle Trigger-Effekte in Non-Public Locations. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Denn mein Ziel ist ja, ich möchte euch zu besseren Spieler machen. Und vielleicht lerne ich bei der Recherche auch ein bisschen dazu. Diese Rulings kannte ich, by the way, schon. Wenn ihr Rulings habt, die ihr nicht kennt, unten ist eine Kommentarsektion, schreibt mal rein. Ich werde sie, wenn möglich, beantworten. Ansonsten werde ich vielleicht mal ein dedicated Video zu einigen Themen dazu machen. Wer weiß. Dann war es aber für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.